Nein! Die Alga! Ich kann mich kaum halten! Die Alga ist viel zu mächtig! Was passiert jetzt? Die rote Kette! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Legenden Arceus hier auf Katze. Wir sind schon wirklich sehr, sehr weit gekommen und heute geht es endlich zum Sinnoh-Tempel. Lange haben wir auf diesen großen Moment gewartet. Und überall Electek und ein Elevoltek. Wow, die Weiterentwicklung von Electek. Okay, aber ich darf jetzt keine Zeit verlieren. Ich kann mich jetzt ausnahmsweise nicht um dieses Pokémon kümmern. Auch wenn es ziemlich cool wäre, Elevoltek noch zu fangen und vielleicht sogar noch ins Team zu nehmen. Ich meine, so ein Elektro-Pokémon kann ja bekanntlich nicht schaden, nicht wahr? Okay, Rehornior, gute Arbeit. Und da vorne steht ein Wächter. Hallo? Dies ist die Steinpforte. Mir wurde befohlen, niemanden passieren zu lassen. Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das immer noch gilt. Könntest du das mal überprüfen? Ja, das werde ich. Zum Glück lässt er uns durch. Hui. Die Steinpforte. Und da oben ist der Ausgang aus diesem Tunnel. Schnell, wir müssen weiter. Moment. Das ist doch Mubeshi, oder? Was macht der denn hier? Mubeshi? Hast du Kartoffelmochis gemacht, oder? Was treibt dich hierher? Mubeshi? Oha! Du verweilst also noch unter den Lebenden. Tut mir ja leid, dass ich die heiße Kost vorerst dicht machen musste. Ich würde auch viel lieber weiter Kartoffelmochi servieren. Aber den Boku, dieser Lump, hat mich dazu verdonnert, die gesamte Lebensmittelversorgung hier zu schmeißen. Ach, meine armen alten Knochen. Doch genug gejammert. Jetzt wird Arbeit erledigt. Und wo ich schon mal dabei bin, dich erledige ich gleich mit. Was? Dein Ernst? Aber ich verstehe nicht. Mubeshi, du bist doch einer von uns. Ich bin Dinbokus Problemlöser. Wer ihm in die Quere kommt, wird von mir niedergestreckt. Das habe ich ihm versprochen. Außerdem brennt auch in mir der Wunsch nach einer neuen Welt, in der ich friedlich leben kann. Hier, diese Rauchkugeln sollten dir bekannt sein, nicht wahr? Damit mache ich das hier. Was ist los? Ey, du hast dich verkleidet. Als ich hörte, dass du die Könige und Königinnen besänftigt hast, was hat das mein Blut in Wallung gebracht? Mein Herz sprang mir fast aus der Brust. Meine Ninja-Künste waren schon dem Verfall geweiht. Doch nun haben sie einen würdigen letzten Gegner gefunden. Haha, ich bin bereit. Ich bin Mubeshi von der Galaktik-Expedition. Los geht's, Traumagil! Wow, ein richtiger Ninja. Er erinnert mich gerade stark an Koga aus der Kanto-Region. Na gut. Boah, der startet mit Hypnose. Fiese Sache, aber ich bin erheblich viele Level höher. Ich glaube, Steinhagel ist sogar tatsächlich der einzige Angriff, den ich hier nutzen kann. Erstmal Tempotechnik, sodass ich eventuell gleich nochmal angreifen darf. Na, darf ich tatsächlich? Dann, okay, ich bin ein bisschen schläfrig. Oh, Mubeshi nutzt seinen Top-Trank. Haha, so leicht wirst du mich nicht austricksen. Ich werde dich stoppen. Na warte, noch einmal. Steinhagel, diesmal hat es aber vollkommen gereicht. Nicht so schnell. Zeit für Sneebas. Boah, spannendes Pokémon. Da habe ich ein bisschen Angst vor Nahkampf. Solange das nicht kommt, bin ich mit Paul gut dabei. Er setzt einfach dreimal Ruckzuckhieb ein. Und Nahkampf. Er durfte viermal angreifen. Also wo sind wir denn hier? Na gut, jetzt bin ich aber an der Reihe. Pferdestärke. Ich bin schläfrig. Wäre ich nicht schläfrig, hätte ich ihn jetzt mit Pferdestärke aber besiegt. Paul, komm erstmal zurück und erhol dich in deinem Pokéball. Na gut. Ich würde sagen, wir rufen Ninteric. Ninteric kann seinen Kopfstoß und dieser Angriff ist perfekt, um Sneebos zu besiegen.
Aber Erdkräfte müsste eigentlich auch ausreichen. Ich probiere das mal aus. Die kriegt noch den Step-Bonus, Same-Type-Attack-Bonus. Und ja, hat funktioniert. Ja, Sneepers hat, glaube ich, typisch für die Sneeble-Entwicklungsreihe nicht so eine hohe Verteidigung. Ist dafür aber richtig stark. Ah, Gardevoir, was machen wir bloß mit dir, Madame? Von Typ Psycho-Fee. Eieieiei. Ja, das tut weh. Das tut richtig weh. Ich mache das Beste draus. Ich probiere es mal mit Nassschweif. Und zack. Ja, war okay. War okay. Ich bin soweit zufrieden. Und Ninterigos super Arbeit geleistet. Vor allem gegen Sneepers. Komm zurück und erhol dich in deinem Pokéball. Zeit für... ich bräuchte... Ja, ich glaube, mit Sarah könnte ich hier schon Schaden machen. Ich mach mal den berühmten Gift-Hieb. Der ist sehr effektiv gegen Gardevoir. Tschüss. Und da geht sie. Was ist sein letztes Pokémon? Galagladi. Da habe ich natürlich wieder schlechte Karten mit meinem Pokémon. Und muss Sarah direkt wieder zurückrufen. Na gut. Yara. Yara, ich glaube, du bist hier gut dabei. Aber wobei ja, eigentlich ja nicht. Egal, Knirscher. Ich mache trotzdem Knirscher. Hat ja noch den Typ Kampf. Aber ist dafür mächtig stark, wie man sehen konnte. Jetzt, was macht Galagladi? Ableithieb. Oh, interessant. Kriegt Kraftpunkte zurück. Und kann eventuell nochmal angreifen. Nee, kann es nicht. Dann hauen wir jetzt die Kreuzschere raus. Hätte ich von Anfang an machen sollen. Und Galagladi wurde besiegt. Sehr schön. Kampfende. Die Künste der Ninja werden bald wohl nicht mehr vonnöten sein. Eine beeindruckende Darbietung. Nur ein närrischer Ninja würde sich immer wieder an einem Gegner versuchen, den er nicht zu bezwingen vermag. Und eigentlich finde ich dich gar nicht so übel, muss ich zugeben. Vor allem, weil du dich so gut aufs Kämpfen verstehst. Aber nun spitz die Lauscherkatze. Pokémon sind furchterregende Kreaturen. Den Boku und ich. Wir beide haben mit ansehen müssen, wie tobende Pokémon unsere Heimat in Schutt und Asche legten. So viele unserer Brüder und Schwestern ließen dabei ihr Leben. Aus diesem Grund will den Boku hier in Hisui ein Refugium errichten. Einen Ort, an dem wir in Harmonie und Eintracht leben können. Um dieses Ziel zu erreichen, dürfen wir auch vor drastischen Maßnahmen nicht zurückschrecken. Mal angenommen, ein Pokémon schlüpft durch den Riss im Himmel. Es könnte gut sein, dass den Boku dabei prompt alle Vernunft fahren lässt. Bring den Expeditionsleiter zur Raison, sollte es soweit kommen. Notfalls mit roher Gewalt. Wenn du das für mich tust, darfst du dir auch den Bauch nach Herzenslust mit köstlichen Kartoffelmochi vollschlagen. Okay. Also letztendlich wollte Mubeshi mich nur aufhalten, damit den Boku freie Fahrt hat. Also Mubeshi ist doch nicht böse. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Jetzt müssen wir aber schnell da raus, denn es geht ja spannend für uns weiter. Jetzt sind wir am Gipfel angekommen. Wow. Habt ihr diesen Riss gesehen? Unglaublich. Oh. Ist das Volo? Ja, tatsächlich. Dir steht einiges bevor. Brauchst du noch etwas? Ja, Hyperbälle. Ich kann zwar nicht viele kaufen, aber jedes kleine bisschen zählt. Habe ich was zum Verkaufen? Ja, theoretisch Sternenstaub. Aber mehr auch nicht. Hopsala, jetzt habe ich mich verklickt, aber jetzt einmal verkauft. Supi. Ansonsten habe ich nur... Ja, alles Mögliche, was man so durchaus im Kampf verwenden kann, aber mehr auch nicht. Egal. Komm, ein Hyperball on top. Kann ja nicht schaden. Dann hier noch herstellen. Ja, ich kann noch einiges herstellen. Super. Wo hab ich viele von diesen Steinen? Unglaublich. Hätte ich nicht gedacht. Na gut, hier. 65 Schwarzglanzsteine. Und da vorne sind Perla und Diam. Hallo ihr zwei.
Du hast die rote Kette mitgebracht? Nur du kannst jetzt noch diesem merkwürdigen Treiben auf den Gipfel ein Ende setzen. Der Schatten eines Pokémon, der hinter dem Riss gesehen wurde. Ich denke, das könnte das ehrwürdige Sinnoh sein. Aber Expeditionsleiter Denboku lässt uns nicht zu ihm. Ja, was machen wir jetzt? Soll ich da ganz alleine hochgehen? Okay. Dann bin ich mal gespannt. Oh ja, da vorne ist Denboku. Hey, Denboku! Warte, was genau machst du denn da? Du bist es. Man sagte mir, die rote Kette solle dazu in der Lage sein, Welten zu binden. Wie soll ich das verstehen? Soll sie die Welten festbinden, sie sichern und dadurch wird unsere Welt bewahrt? Hand aufs Herz, das soll ich glauben? Natürlich, bitte vertrauen Sie mir. Denboku, ich bitte Sie. Glaubst du etwa, die rote Kette ist ein Trick, mit dem dich Katze hereinlegen will? Ich habe selbst gesehen, wie er die Prüfungen der drei Pokémon der Seen bestritten hat. Wenn das geschauspielert war, fress ich einen Besen. Mag schon sein. Doch was ist, wenn ich einfach blindlings darauf vertraue und es zur Katastrophe kommt? Wie soll ich den Leuten der Galaktik-Expedition dann jemals wieder unter die Augen treten? Dann arbeite mit uns zusammen. Wenn etwas schief geht, werde ich den Kopf dafür hinhalten. In Ordnung. Ist ja schon gut. Dann wird eben ein Kräftemessen darüber entscheiden, wie es weitergeht. Du gegen mich. Der Stärkere siegt. Wohlan, Katze. Stell dich mir mit deinen Pokémon entgegen. Heute geht es um alles. In Ordnung, ich bin bereit. Zeit für einen weiteren Pokémon-Kampf. Gegen Denboku von der Galaktik-Expedition. Okay, los, Waschakwil. Na gut, Silvaru, du bist dran. Wie wollen wir denn hier starten? Gegen dieses Pokémon von Typ Psychoflug. Also genau das, was alles andere als gut gegen Silvaru ist. Da tausche ich doch mal zu Paul, denn der ist ein bisschen standhafter. Okay, los geht's, Rihornior. Und jetzt gibt es einen fiesen Aura-Angriff. Aura-Schwingen. Wahrscheinlich von Typ Psycho. Und ich nutze... Oh, Steinhagel natürlich. Das müsste alles abziehen, oder? Wunderbar. Sehr gut gemacht, Rihornior. Okay, Zeit für mein nächstes Pokémon, Relaxo. Boah, Relaxo. Relaxo gehört definitiv zu meinen Lieblingen. Ich probiere es erstmal mit einer starken, kraftvollen Krafttechnik mit Pferdestärke. Boah, einmal weggecatcht, aber Relaxo hält viel aus. Und nutzt ebenfalls Pferdestärke. Durch meine Krafttechnik durfte es jetzt zweimal angreifen. Rihornio, gute Arbeit. Dann würde ich sagen, Zeit für Sarah und einen Nahkampf. Der Angriff ist wie geschaffen gegen Relaxo. Und Tempo hieb am besten. Tempo-Technik, meine ich. Dann kann ich direkt nochmal angreifen. Theoretisch, wenn das nächste Pokémon ins Spiel kommt. Relaxo besiegt. Okay. Los geht's, Pixie. Oh, Pixie, interessant. Dann Gifty. Ist ja von Typ Fee mittlerweile. Da ist der Gifty genau die richtige Antwort darauf. Wunderbar, Sarah. Du machst das hier wie am Schnürchen. Das läuft super. Was kommt jetzt? Geowatz, mein letztes Pokémon. Oh, wenn ich zum Nahkampf kommen sollte, dann wäre das richtig, richtig gut. Risikotackle tut natürlich weh. Sarah, toll gemacht. Ich muss mein nächstes Pokémon rufen. Und das wird in dem Fall Silvaru sein. Los geht's. Jetzt sollte ein Blättersturm oder eine Aurasphäre ausreichen, um dich zu besiegen. Und es hat funktioniert. Damit wäre auch Denboku besiegt. Kampfende.
Sollten Pokémon eine Gefahr für unser Leben darstellen, müssen wir sie beseitigen. Eine Stärke, die alles in den Schatten stellt. Katze, es kam, wie es kommen musste. Ich habe dir Unrecht getan. Bitte vergib mir, ich war blind. Denboku. Das hätte ich wohl viel früher fragen sollen. Doch würdest du deine Kraft zum Wohle der Galaktik-Expedition einsetzen? Mehr noch, zum Wohle der Elysianer und der Pokémon in ganz Hisui? Aber sicher doch. Deswegen bin ich hier. Nur keine Sorge, Denboku. Mit der roten Kette sollten wir alles in den Griff kriegen. In Ordnung. Okay, nun ist es wohl an der Zeit. Ich darf noch mal ein paar Schritte nach oben laufen. Zum großen Showdown. So, wer oder was ist hier vorne? Irgendwie scheint es hier Probleme zu geben. Wow, und hier sind die ganzen Statuen der Könige und Königinnen. Es ist Zeit für den Einsatz der roten Kette. Wartet. Ich höre da so eine Stimme in meinem Kopf. Nein, ich fühle sie. Was ist das? Die rote Kette. Es ist vollbracht. Komm und versuche, mich zu fangen, Menschenkind. Diam, was faselst du da? Wir sollen dich fangen? Das ehrwürdige Sinnoh. Ich glaube, er spricht zu mir. Die rote Kette. Es ist vollbracht. Komm und versuche, mich zu fangen, Menschenkind. Wappne dich für den unweigerlichen Kampf. Hier, nimm. Du erhältst 10 Hyperbälle. Dankeschön, Denboku. Okay. Ich bin soweit. Wer auch immer du bist, zeig dich endlich! Oh oh. Oh oh, was passiert hier? Da! Da kommt irgendetwas heraus, oder? Ja! Das legendäre Pokémon! Dialga! Ich muss standfest bleiben. Die rote Kette. Boah, schaut mal. Die Kraft wird von Dialga nun blockiert. Aber wird sie nun die Welten wieder miteinander verbinden? Die Kette ist kaputt. Oh nein. Das hat mir gerade noch gefehlt. Wow. Los geht's, Linus. Ich brauche deine Unterstützung. Wir haben es hier mit einem großen, starken Pokémon zu tun, das mit einem Schlag Linus besiegt hat. Ach, Herr Jemini. Okay, Sarah, du bist dran. Jetzt aber schnell. Ich werde es erst einmal schwächen mit einem Nahkampf-Tempo-Technik-Angriff. Mal sehen, wie viel das abziehen wird. Und wunderbar. Ein bisschen was abgezogen. Theoretisch können wir jetzt schon so mutig sein und versuchen, es einfach mal zu fangen mit einem Zentnerball. Ideal für schwere Pokémon und... Oh, es hat direkt funktioniert! Ich glaub's ja nicht. Wow. So schnell kann's gehen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Er hat es. Damit wäre die rote Kette wohl hinüber. Wir schulden den Pokémon der drei Seen Dank für ihre Hilfe. Amazing. Einfach unglaublich, Katze. Ich habe genau beobachtet, wie du gekämpft und es gefangen hast. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, du bist der ganze Stolz des Forschungstrupps. Oh ja, es ist mir eine große Ehre, seine Mentorin zu sein.
Schon wieder? Das ehrwürdige Se... Nein, Dialga. Ich kann es zu mir sprechen fühlen. Der Riss im Raum und Zeit. Immense Kraft quillt hervor. Mein Gegenstück in Rage. Es naht. Kämpfe an meiner Seite, Menschenkind. Ein Gegenstück? Aber die rote Kette ist doch zerbrochener. Nicht mal Katze könnte es jetzt erneut mit einem so mächtigen Pokémon aufnehmen. Wow, noch ein Riss? Moment, was ist hier los? Nicht wahr! Das zweite legendäre Pokémon, Palkia! Oh nein! Und das scheint noch mächtiger zu sein. Was sollen wir denn jetzt bloß tun? Schnell! Wir müssen weg hier! Kannst auch du los! Ja, bloß weg hier! Ja! Wir müssen von hier abhauen. Und zwar schnell. Bevor es zu einem Kampf mit dem anderen ehrwürdigen Sinnoh kommt. Los, Rückzug. Wir kehren zur Gipfelbasis zurück. Aber... Wir können doch nicht einfach davonlaufen. Seid ihr total hirnverbrannt? Wenn wir hier draufgehen, ist niemandem geholfen. Das gleiche gilt auch für dich. Zieh dich zurück, aber Dali. In Ordnung. Aber wir müssen Palkia irgendwie stoppen. Was für eine überwältigende Kraft. An ihr kann jeder Forschungsversuch ja nur scheitern. Dass du dich überhaupt auf den Beinen halten konntest, ist wirklich beeindruckend, Katze. Und diese Energie, die aus dem Riss strömt, ist dieselbe, die in Form des seltsamen Blitzing die Könige und Königinnen in Rage versetzt hat? Ich hätte ja im Leben nicht gedacht, dass zwei ehrwürdige Sinne zugleich existieren könnten. So behalten am Ende wohl beide Clans recht. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Diam und Perla, es tut mir leid. Ihr hattet recht damit, Katze euer volles Vertrauen zu schenken. Womit wir bei dir wären, Katze. Meine Selbstgerechtigkeit hat mich dazu verleitet, dich aus der Expedition zu verstoßen. So habe ich dir ungeheure Mühsal aufgebürdet. Und trotzdem gibst du weiterhin alles, um Hisui und all seine Bewohner zu retten. Naja, irgendjemand musste ja etwas wegen des Risses im Raumzeitgefüge unternehmen. Und wir verstehen natürlich, dass auch du Gründe für dein Handeln hattest, Dinboku. Ich störe ja nur ungern, Boss. Aber sollten wir uns nicht wieder mit dem Sinnoh-Tempel befassen? Das lobe ich mir. Statt sich in Vergangenem zu ergehen, sind sie geistig stets im Hier und Jetzt. Ein waschechter Wissenschaftler eben. Eine von der verlässlichen Sorte. Wohl wahr. Mir scheint fast, als hätte Katze einen guten Einfluss auf uns alle gehabt. Ja, wir hatten wirklich Glück. Ohne dich hätten wir diese Katastrophe niemals abwenden können. Glück? Wovon redest du da, du Tölpel? Die rote Kette ist kaputt. Nennst du das etwa Glück? Wie soll er denn jetzt kämpfen? Ruhig, Blut. Das ehrwürdige Dialga hat mir das alles erklärt. Ich habe nun den vollen Durchblick. Dialga? Sprichst du etwa von dem Pokémon von vorhin? Ja, so heißt es wohl. Das hat es mir zusammen mit Folgendem verraten. Das Mineral allen Ursprungs. Die Kette leuchtend rot. Das Gefäß aus Menschenhand. Vereine alle drei und dem Chaos, das den Raum durchdringt, sei Einhalt geboten. Wir sollten uns außerdem gemeinsam mit dem ehrwürdigen Dialga zum Tempel begeben. Also die rote Kette haben wir schon mal. Oder wenigstens das, was von ihr übrig ist.
Ich habe die Teile aufgesammelt. Das Gefäß aus Menschenhand. Könnte es sich womöglich um eine Pokéball handeln? Das sind alle Informationen, die wir dazu haben. Ich wüsste echt gern, was es mit diesem Mineral auf sich hat. Vielleicht weiß Topin ja Rat. Wenn sich jemand mit Mineralien auskennt, dann er. In Sachen Bergbau hat er Erfahrung. Gut, dann darf man ja noch hoffen. Wie sieht es mit Ihnen aus, Professor? Haben Sie eine Vermutung, was das Mineral angeht? Die habe ich tatsächlich, Katze. Auf den Tafeln, die du von Damitier und den anderen Pokémon erhalten hast, befinden sich laut Volo Botschaften. Dürfte ich wohl einen Blick auf sie werfen? Ja klar. Ich habe zwar noch nicht alle, aber schauen Sie gerne mal drauf. Ah, Volltreffer. In die Erdtafel sind folgende Worte gemeißelt. Bei der Geburt des Universums entstanden aus dessen Splittern diese Tafel. Vielleicht hilft uns dieser Hinweis weiter. Und was soll das bedeuten? Wir suchen einfach nach einem Mineral, dessen Beschaffenheit mit dieser Tafel vergleichbar ist. Wenn ich mich recht entsinne, hat Wolo Topin bereits darum gebeten, Ausschau nach einem solchen Mineral zu erhalten. Oh, jetzt wo Sie es sagen, Wolo hat sich auch in der Diamantsiedlung eifrig nach den Tafeln erkundigt. Klingt ja wirklich vielversprechend. Dann wollen wir mal nach dem Mineral des Ursprungs suchen. Aber dieser Name klingt so umständlich. Von nun an soll es Urerz heißen. Hauptmission, das Gegenstück. Perla, können wir in dieser Sache auf deine Hilfe zählen? Selbstverständlich. Ich werde Topin sofort zur Gipfelbasis beordern. Na, das wird noch spannend hier im Spiel. Eine halbe Ewigkeit habe ich gewartet und doch keine Einladung bekommen. Wäre ja gelacht, dachte ich mir also, und bin selbst angetanzt. Hey! Dir, zur Wiedergutmachung rückst du jetzt mal besser eine Aufgabe für mich raus. Sicherlich könnt ihr meine Hilfe gut gebrauchen. Tsubaki, kannst du deinen Anführer nicht einmal mit Respekt behandeln? Na schön. Allerliebster Herr Anführer Schnuckiputzi, wärst du so gnädig, auch mir eine Aufgabe zuteil zu werden zu lassen? Besser so? Dann kümmere dich um deine Mitmenschen. Die anderen Wächter sehen doch auch nach ihren Königen und Königinnen und helfen den Bewohnern unserer Siedlung, Ruhe zu bewahren. Brauchst du dafür wirklich einen Befehl von mir? Ach dir, selbst du Dussel wirst noch kapieren, wenn ich sage, jeder nach seiner eigenen Fasson. Oh, denn niemand aus der Galaktik-Expedition hat also doch Mumm in den Knochen. Und deswegen hat Onkel Tsubaki hier ein Leckerli für dich. Na, wer war ein braver Junge? Danke für die 3 Süßtrüffel. Dieser süße Pilz wird zur Herstellung verschiedener Items genutzt. Er steckt voller mysteriöser Energie. Interessant. Oh, da kommen Perla und Topin. Topin ist da. Pah, der scheußliche Hut passt ja genauso wenig zu dir, wie die ach so wichtige Aufgabe, die dir anvertraut wurde. Das gefällt mir alles gar nicht. Hisuis Mineralien sind ein kostbarer Schatz. Ich habe das noch vor allen anderen festgestellt, also bin ich bestens für diese Aufgabe geeignet. Solltest du daran was auszusetzen haben, trete ich gern mit Axanthor gegen dich und ein rundes Etwas da an. Ich glaube, es hakt. Machst du dich etwa über Elektroball lustig? Gleich kriegst du so eine gewaltige Ladung Elektrizität ab, dass du dich nicht mehr rühren kannst. Und dein laufendes Hackeball gleich mit. Jetzt halt mal die Luft an, Tsubaki. Versuch doch zumindest mit dem Perlclan auszukommen. Die Lage ist äußerst ernst, kapiert? Also wirklich, Diam? Weißt du eigentlich, was daheim los ist, seit das ehrwürdige Sinne oder die Alge oder was auch immer zu dir gesprochen hat?
Du könntest deinen Kopf ruhig höher tragen. Tupin, wärst du so freundlich? Mit Vergnügen. Dann werde ich euch nun zur urzeitlichen Höhle geleiten. Sehr gerne, Tupin. Okay, wir sind auf jeden Fall bereit. Und ihr seht schon selbst, es geht spannend im Spiel weiter. Meine Lieben, bleibt katztastisch.